Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker mit mir und den Yoshi Tendo. Wir spielen heute random zufällige Levels von Leuten aus aller Welt. Ich bin schon gespannt. Also, wenn wir mal runterscrollen, wie man sieht, das Spiel freut sich auch schon. Es möchte gar nicht mehr die Thumbnails laden. war bestimmt Zeitüberschreitung. Na gut. Wir hatten beim letzten Part hier mit dem Level aufgehört gehabt, warum auch immer. Ne? Weil wegen Random zufällig. Ne? Wir gucken mal Sternrangliste. Ich habe mir nichts rausgesucht. Obwohl ich, glaube ich, noch ein paar Levels auf der Lesungszeichenliste habe. Aber ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, welche wir davon gespielt hatten und welche nicht. Ja, was spielen wir denn mal? Ich meine, wir haben Musiklevels. Wir haben Automatiklevels. Wir haben Musik- und Automatiklevel, nicht zu vergessen. Und, ach ja, ja, ich hätte mir vielleicht was raussuchen sollen. Für was stehen da eigentlich die Klammern da mit den Sternen? Wieso steht da 1927, Klammer 2098? Hä, was heißt denn das? Man weiß es nicht. Was passiert, wenn ich darauf klicke? Ja, Stern vergeben haben. Naja. Ja. Steht hier auch mit den Klammern? Nö. Wo steht denn da mal eine Klammer? Was stehen denn da die Klammern? Weiß das einer von euch? Verstehe ich nicht so ganz. Naja, also hier, wir müssen mal beliebt schauen, weil da bringt er sonst keine wirkliche Vernunft. Ja, und da müssen wir warten, dass die ganzen Thumbnails mal geladen sind von den Levels. Yoshi, Bully Quest. Zeig mal bitte. Ach komm, wir zeigen uns nicht an. Komm, wir spielen mal, weil wir haben 2 Minuten schon verdaddelt. Komm, wir spielen jetzt mal. Ich bin euer Yoshi Tendo, viel Zeit geschaltet habt, ne? War nicht lange oder so für den Satz. Nein, haben wir gar nicht lange gebraucht. Ich dachte, wir kriegen Woll Yoshi am Niveau. Ah, haben wir ihn doch schon. Juhu. Juhu. Yoshi. Böse, böse, böse Gegner. So, wunderbar. Hier geht's nicht rein. Das sind böse Pflanzen. Warum möchte ich denn da überhaupt hin? Weiß ich nicht. Nein. Oh, ich hab Yoshi verloren. Ich hab Yoshi verloren. Och nö, nicht so was. Och, Leute. Ne. Da ist der Pilzrad hin. Oh mein Gott, ich lasse den Pilz erstmal Pilz sein. Soll mich erstmal nicht stören. Ach ja, wieder ein Yoshi. Yoshi. Boah, ihr geht mir so auf den Keks. Wow, ihr seid. Boah, geht ihr um Keks. Geht ihr auf den Keks da drüben? Mann. Also, wo war Yoshi? Hier war Yoshi. Yoshi und Yoshi verloren. Und ein Goomba erzeugt. Nein, mein Goomba. Goomba wollte ich doch schon immer mal haben. Nein. Ja. Danke. Geht mir. Ey, warum kann ich denn nicht auf die drauf springen? Seit wann kann ich denn mal auf die drauf springen? Oh oh. Ich kann nur so dahin springen. Na gut. Muss jetzt nicht. Danke. Bitte. Ach, Pflanze. Nein. Oh, Pflanze. Ugh. Man merkt, das Level, das hat Qualität, wenn man jedes Mal einen neuen Block braucht. Naja. Juhu. Habe ich mal hinzugefügt. Das kleine Yoshi-Geräusch. Ach ja. Das war ein Käse-Level. Wer hätte es gedacht? Vielleicht da unten. Irgendwas Schönes hier unten. Die meistens sind hier unten auch mal schöne Sachen bei. Aber gerade im Moment nicht so. Was ist das hier für ein vollgeklatschtes Level? Wir gucken es uns einfach mal an. Chibiolent. Ah, wunderschön. Ja, das ist ein ganz tolles Level. Das ist... geil. Hat sich gelohnt. Vielen Dank. Ich dachte, deshalb wären Münzen auf dem Bild gewesen, aber dann waren es die Donutblöcke. Naja, Donuts. Ja. Ne, nicht so gut. der Jungle. Oh, Goomba Express. Oh, das ist aber diese. Man macht mal das gleiche fast immer. Obwohl, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir nehmen mal Goomba Express. Wir machen mal fast mal die gleichen Ideen. Es gibt zwar auch innovative Levels, aber die findet man halt selten leider. Was sehr schade ist. Oh, das ist ein Scrolling.
Oh, ich sollte mal die Dinge ausmachen, oder? Stören die? Weiß ich noch nicht. Oder sieht noch ein paar vielen Kommentaren aus. Ach, geht ja noch. Hallo, Monty. Too hot. I don't like Octo Scroll Levels. Aha. Ich gehe mal hier rein. War eine gute Idee, glaube ich. Oh ja, Feuerblume. Ciao. Die Mini, die möchte ich mir jetzt holen, die Feuerblume. Jetzt ist sie despawned, wirklich. Warum? Gehen wir mal unten lang. Mit Scrolling kann man immer schön die Levels in die Länge strecken. Das ist immer wieder toll. Ach ja, super. Das war toll. Das war ein tolles Placement der Gegner. Ach ja. I'm dead. Save my butt. I hate you. Yay. Was die Leute alles so schreiben. Mensch, Mensch, Mensch. Hallöchen. Wow, 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 wow. Okay, da kommen Fische raus. Ich hab Angst. Ey, Cheap Shot. The fish are called Cheap Shots. Cheap, cheap, cheap. What? Cheap, cheap. Jetzt ist der Kommentar weg. Mano, den wollte ich noch weiterlesen. Oh Gott. Oh, ja. Genau, da hinten kommt ein roter. Hm, faires Level Design. Faires Level Design. Ach ja. Ist da unten was? Nein, nicht wirklich. Nur der. Ach, guck mal, das ist ja hier eine Wand. Und jetzt bin ich tot. Juhu. I'm dead. Ui, ui, ui. Look at me. I'm off the screen. I'm never gonna win. Pac-Man. Highest Comet and Mew. Irgendwas. So, jetzt nochmal den Dings holen. Die Feuerblume. Wie soll ich denn da an die Feuerblume rankommen? Da kommen wir ja gleich mal ran. Oh, was ein Troller, ey. Aber hier drin auch ein Pilz. Na, mal hin. Pilz ist da was Schönes. So, ja gut, jetzt war es Gegner-Placement besser. Oder auch nicht. Ja, doch, war schon besser. Oh, da stand, glaube ich, was Deutsches gerade irgendwo. I hate it. Ja, ja, I hate you. Oh, da war ein bisschen knapp. Lalalala, Fische. Wunderschöner, frischer Fisch heute. Frischer Fisch. Hey, Cheap Shot, der Fisch ist kalt. Cheap Shot, it's pretty obvious. Okay, lustig, irgendwie, keine Ahnung. Okay, das war jetzt, glaube ich, besser. Hoffe ich mal. So, wir haben ein paar viele Kugelwillis. Das sind gar nicht viele Kugelwillis auf dem Bildschirm. Ja, man merkt auch hier, die Leute haben da, glaube ich, ein bisschen frustriert an der Stelle. Mhm, Hammerbrüder. Gute Idee. Beste Idee, die man machen kann. Oh, ich habe beide gleichzeitig getötet. Das war gut. Dafür kriege ich einen Pilz, den ich... Boah, den habe ich sogar bekommen. Nicht schlecht. Ein Pilz. Ja gut, sonst hat er mir halt ganz schnell aufgebaut. Nur Placement der Gegner, das ist halt manchmal total unfair. Also stimmt so gar nicht überein. So, was soll ich dagegen jetzt machen? Sowas hier machen oder wie? Keine Ahnung. Ach, hier ist Ende. Hallo Ende. Ich hab dich gern, Ende. Ja, das war ein Zug. Ein wunderschöner Zug. Ja, der Goomba Express. Was haben wir sonst noch hier unten? Lumpy Goomba. Grandpa, nee. Train Level ist alter awesome. Somebody features this level officially. Aha. Das sieht gut aus. Ich hab's noch nicht gesehen, aber ich nehm's einfach mal. Are you not entertained? Von Zach. Oh, das ist Automatik. Wirklich. Oh. Toll. Ich liebe Automatik. Gut, Yoshi ist wohl die Quest. So. Danke, danke, danke. Mario's Bedroom, das sieht eigentlich ganz lustig aus. Auch wenn es, glaube ich, schwer aussieht. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ne, drei Leute haben es bisher geschafft. Vielleicht werden wir die vierte Person sein. Mal schauen. Wir haben übrigens jetzt kein Side-Scrolling. Das ist schon mal ganz nett. So, ein Pilz? Ah, vielen Dank. Guck mal, der ist schon mal nett, der Level der Bauer. Ach, ich mag diese Dinger. So, so voll cool. Oh, wir müssen Münzen sammeln. Hey, hey, hey. Okay, wir warten mal hier kurz. Die dürfte uns ja nicht bekommen da. Genau.
Hallo, Formpi. Oh, das ist sogar ein Checkpoint, aber dann für ein Level, Leute. So, Münze. Und Feuerblume. Oh, warte, Formpi. Da darf man nicht so einfach durchspringen. Warum hast du da um Feuer platziert? Das kann eh keinen stören. Aber egal. Hier brauchen wir... Okay. Von mir aus. Und rein da. Das ist eine coole Idee. Bin ich hier sicher? Bin ich. Okay. Gut. so lang. Genau. Hallo, Fompi. Du bist da ein bisschen ungünstig platziert. Ich merke es schon. Was muss ich da mit dir machen? Achso, muss ich die Forms frei, die Dinger freilassen hier, oder wie? Autsch, ja, von mir aus. Mach mal da die Forms weg, oder? Nicht toll. Hat sie nicht gelohnt. Hey, sollte er denn gehen? Warum muss ich da rüberspringen einfach? Ah, ich muss rüberspringen. Ja, super. Soll ich über den jetzt rüberspringen ohne Anlauf? Oh Gott, doch, das geht. Gut, den nächsten Weg jetzt eh nicht schaffen. Oder doch, oder ich werde in den Feuerball dafür fallen. Ach, sehr schön. Okay, ist jetzt aber nicht so schwer, Level. Muss schon ein bisschen konzentriert bleiben. Oh, genau. Kurz warten. Hoch da. Rein da. Münze holen. Und raus. Hallo, hallo, hallo. Wow, okay. Okay. Ach ja, verdammt. Ja, okay, musste aber kommen, leider. Jetzt dürfte ja auch schon wieder irgendwo ein Bowser sein. Oh cool, der konnte sogar schon vorher aufmachen, bevor ich den Schlüssel bekommen habe. Okay, das ging easy. Glücklicherweise. Ach ja, schön. Aber gut zu wissen, dass man schon mal vorher die Türen aufmachen kann, bevor man den Schlüssel erst eingesammelt hat. Also das schon mal schon, wenn man alle Münzen eingesammelt hat, oder kann man schon davor die Tür öffnen, ob man den Schlüssel noch nicht in der Hand hält. Gut zu wissen, dass man schon mal vorher kann. Ja. Sonst eigentlich ein solides, also ja, ein solides Level finde ich eigentlich. Was ist das denn da unten für ein Alter, was ist das denn? Ah, das glaube ich ein Musiklevel oder Automatik. Oder? Ach komm mal, kurz reinschauen. Lalalala. Mhm. Schöne Botschaft. Oh, da steht was mit B. Das ist ein Rennlevel. Oder? Was ist das hier? Ja, was ist das jetzt hier für ein Level? Mhm. Ich lauf mal los, ne? Oh, ich bin tot. Hä? Was ist das? Aber es heißt, ich soll die ganze Zeit nach B... Oder soll ich die ganze Zeit... Ne, muss glaube ich so. Ne, das geht schon mal nicht. Wenn ich wissen müsste, was da steht. Da steht immer mit B drin. Das kann ich noch erkennen. Aber weiter auch nicht. Oder muss ich da schnell sein an der Stelle? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Okay, machen wir mal so. Da ist nichts drinne. Da ist nichts drinne. Kann ich mir eigentlich zerquetschen? Ne, kann die nicht. Kann die nur verschieben. Ja, dann mal weg damit, ne? Ey, ey, ey. Nicht darauf stellen. Genau so. So ist gut. Ja, weiter weiß ich noch nicht. Machen wir mal den hier. Oh, das ist, glaube ich, echt ein Lied. Was weiß ich? Irgendein komisches Lied ist das hier. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja gut. Ein Level noch, ein Level noch, ein Level noch, ein Level noch. Alter Zettel, Grübler, könnt mir Elemente zu kopieren. Normally Castle of Kamek. Aha. Komm schon, irgendwas Schönes. Ja, das sieht doch schön aus, oder? Das sieht schön aus. Ah, das hat einen schönen Namen auf jeden Fall. Frank Lloyd's White's Ghost House von JJ.
Dankeschön. Oh, jetzt habe ich auf dem Pilz. Ich wollte doch nicht raufdrücken. Oh, ich habe drauf gedrückt. Hallo, wie komme ich hier wieder raus? Oh, so. Toll. Aber ich habe Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ein Fehler. Hier ist was, okay. Ein Pilz. Oh, der Blau war aber ein bisschen, der war auch fies. Oh, da ist ein Kamek oben. Hi, Kamek. Oh, ich hasse Buhringe. Das ist das Dümmste, was gibt. Oh, okay, das war knapp. Und durch. Und Tür. Und oben. Und... Ach man. Ach man, oh. Okay, machen wir jetzt mal den Anfang nochmal ein bisschen besser hier. So. Ich finde schade, dass sie die gar nicht mehr aufheben können, die Panzer. Weil wir können sie doch noch aufheben, die Leute. Ach, ich muss die, ich brauche den. Okay. Ich brauche den P-Switch, um hier wieder rauszukommen. Das ist ja doof. Vielleicht hätte ich den Panzer mitnehmen sollen. Hm. Wer weiß, wer weiß. Nein. Mach keinen Fehler hier. Hier ist aber nie rein. Oh, schon wieder den gleichen Trick drauf reingefallen. Rein da. Also hier ist eine Feder drin. Und ein paar Knochen. Soll ich hier fliegen? Keine Ahnung. Kam aber, hat gerade keinen Anlauf gehabt. Oh, okay, alles klar. So rüber. Pilz. Weiter. Aha, es geht nach oben. Okay, wir gehen mal nach oben hin. Na komm schon. So. Doch, da könnte ich rüber. Von. Könnte ich so anders noch rüber, okay. Machen wir mal so. Das ist aber eine kurze Ranke. Soll ich jetzt hier fliegen? Nee, ich soll das hier kaputt machen, glaube ich. Na, machen wir mal los. Lalalala. Da. Oh, soll ich auf dem Trampolin landen? Was hat egal? Ich habe hier ein Trampolin hier. Ich nehme mal eins mit. Okay. Hier kann ich raus. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Kann sein. Nehmen wir hier ein Trampolin. Und da ist nochmal eine Ranke. Das Level ist irgendwie wir. Hat irgendwie gar keinen Zusammenhang. Ich brauche einen P-Switch. Oder einen Koopa. Eins von beiden. Da ist der P-Switch. Ist doch nur ein lästiger Geist. Geh mal weg, der Geist. Du bist doch nichts zu gebrauchen. Aber warte mal, mit dem P-Switch würde ich nur einen P-Switch bekommen. Wäre ja Quatsch. Ich glaube, ich muss einfach runter. Ich nehme trotzdem mal mit. Okay. Super. Naja, ich nehme den P-Switch mit. So. Was, ich krieg kein Leben? Das finde ich aber frech. Können die normalerweise ein Leben? Eigentlich ja, ne? Naja. Ja, das waren ein paar wirre Levels. das hat keinen Sinn ergeben, das Level. Ich habe keine Ahnung. Das waren irgendwie 1000 Millionen Wege. Ah, wir sind am Ziel angekommen. Immerhin. Gut. Das Problem ist ja auch bei dem Spiel, man weiß ja immer, in welche Richtung es geht. Es geht immer nach rechts. Es geht ja niemals nach links oder nach oben. Ne? Deswegen schade, dass es doch gar keine Horizontal, dass man keine Horizontal-Level erstellen kann. Naja. Ja, Leute, dann würde ich mal vorschlagen, obwohl doch kann man eigentlich mit Röhre und so, mit Röhrensystem, naja. Gut, Leute, das war's auf jeden Fall hier von diesem Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei und bis dahin, sei ich, schau, euer Ninjashi Tendo, ciao.